Explosivsamen, um das auf Gegner zu werfen. Oh, gut. Ich sitze jetzt heute auch schon hier eine Stunde und komme nicht durch die Lapishöhle. Ich mache immer dasselbe. Immer nur durch die Lapishöhle gehen. Ja, super. Das bringt's voll übrigens, wenn man die ganze Zeit durch die Gegend geschleudert wird, sehe ich gerade. Nix. Aber wird lustig. Cool. Verwirrung. Nett. Nee, nicht essen. Werfen. Ja. Einmal heilen, bitte. Immer wieder gerne. Ja, nee. Nein, du bleibst jetzt... Du gehst jetzt weiter. Ich bin heute gerade ein bisschen aggressiv drauf, wie man merkt. Ja gut. Ich durchsehe aber viel schneller, wo die Treppe ist. Weil einfach Gineko sonst wo immer hingeschleudert wird. Weitergehen. Thank you.
Nein, ich esse. Okay, dann halt so. Essen war jetzt auch nicht so schlimm. Dann machen wir nur selber die Explosion aus dem Mund. So als wenn man Chili essen würde, ne? Einfach auf den Gegner dann verbrennen. Mal kurz das hier essen, weil wir mal mehr KP haben, einfach weil ich es kann. So. Oh, da hinten ist die Treppe, okay. Sag ja, ich krieg die Treppe schneller mit. Geh aber nicht mehr zurück durch den ganzen Raum. Wir bleiben jetzt einfach hier. Tschüss. Wow. Möchte weitergehen. Wir sind schon wieder bei U8. Haben wir noch was zum Werfen? Um den Gegner zu nerven? So, war ein bisschen verwirrt. Haben wir noch was? Ja, Mini-Belebersamen, bitte. Wird doch mal besiegt. Ich möchte hier runter nur zur Treppe. Danke. Uiuiuiui. Okay. Wir wissen, wo die Treppe ist. Das reicht mir schon. Nein, ich möchte... Möchte zur Treppe, bitte. Hallo. Nicht verwirrt sein. Ich irgendwie noch Top-Elixier. Guck ich mal gleich, nachdem das Pokémon besiegt ist.
Ich meine Top Äther. Nicht Top Elixier. So. Gott. Bin ich die ganze Zeit hier nur mit deiner Attacke angreifen. Oh, haben wir noch einen Apfel? Dinelbeeren haben wir auch noch. Alles noch gut hier. Das Gefühl, dass Ineko immer irgendwo Items gerade her snackt. Aber wir haben, glaube ich, keine... Nein. Wir haben keine Mini-Beleber-Samen mehr. Ich möchte einfach nur zu... Hallo, ich möchte zur Treppe. U11. Das ist das Problem, wenn wir jetzt wieder nur mit einem Pokémon unterwegs sind. Oh, treff doch einfach dieses verdammte Pokémon. Haben wir noch irgendwas zum Werfen? Besiegt. Ey. Wir kommen hier einfach nicht durch. Sag doch nicht immer dasselbe. Wir haben es ja nur noch verstanden. Was haben wir denn hier noch? Das können wir noch mitnehmen. Einen Apfel. Weil mehr Apfel brauchen wir eigentlich nicht. Taubsamen zum Werfen. Was soll ich mit dem Rest? Ganz ehrlich. Ich weiß es nicht. Langsam keine ordentlichen Items mehr, mit dem ich hier durchkomme. Das Pokémon wird versteinert und kann nichts mehr machen. Der Zustand wird aufgehoben, wenn das Pokémon Schaden nimmt. Moment, jetzt bin ich selber versteinert. Gut. Das hat sich gelohnt. Laufe ich mal wieder alleine durch hier. Damit er nicht immer nervt. Ja, greif mal Ineko wieder an gleich. Ey, das Pokémon steht genau vor dir.
möchte nicht da bleiben. Geh doch mal zu... Geh doch mal... Hallo! Nein, keine Hilfe rufen. Du musst mir das auch nicht jedes Mal erklären, was Freundrettung ist. Es geht doch eh nicht. Gucke hier. Will jemand? Ja, bin ich. Oh, gibt's... Gibt's nur Lapishöhle. Kann ich echt ein Team ausstellen? Cool. Moment. Das geht. Kann ich einfach jetzt andere Pokémon nehmen? Voltenso. Das wäre lustig. Hornliu. Halt. Und. Name Bibor? Ja. Toll, fang ja wieder unten an. Nur mit anderen Pokémon. Aber es sind jetzt drei. Vielleicht funktioniert es ja besser. Mal gucken. Also man kann sich selbst retten. Ich dachte immer nur andere können einen retten. Ich habe jetzt den Text natürlich ein bisschen schnell weggeklickt. Klar, ihr könnt natürlich nochmal, wenn ihr das auf YouTube seht, das Video anhalten, pausieren, gucken. Kann ich denn jetzt gerade nicht angreifen? Mach doch mal was. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Voltenso hier auch nicht viel macht gerade. Bei Voltensos Attacken muss ich später echt mal was ändern. Weil Elektrofeld, Silberblick, Donnerwelle, was soll das? Hier nur noch Status. U3. Ich kämpfe um fähige Pokémon hier. Ja.
Ach so, das ist Ineko. Stimmt. Ergibt ja Sinn, weil hier sind wir ja hängen geblieben. Na toll. Also die Attacken von Voltenso sind halt einfach dumm. Hier, mal das irgendwo sehen. Da, Elektrofeld, Schnüffler, Silberblick und Donnerwelle. Was soll das? Ganz ehrlich, was soll das? Status. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ja, genau, wir paralysieren einfach mal unsere eigenen Pokémon. Levelausstieg. Bibo erreicht Level 24. Mein Level ist gestiegen. Jetzt kann ich glaube ich aber auch nochmal Items einsammeln, ne? Also. Gerade überhaupt nie weg. Na gut, ist halt besiegt. Verfolgt uns eigentlich das eine Pokémon jetzt die ganze Zeit? Ja, wow. Gut. Ah, okay, jetzt geht's einfach bei U3 weiter. Ah ja, okay. Nö, wir machen jetzt einfach weiter. Wahrscheinlich kommen wir sogar mit dem mit den anderen Pokémon echt weiter nach oben, um uns immer wieder selber zu retten. Das kriegen wir vielleicht sogar dann dadurch hin. Was war das jetzt? Charme? Wieder eine Statusattacke. Thank you.
Oh Gott. Aber die Sammelbox, die haben wir noch. Soweit, ja. Wurde besiegt. U6. Ja. Ich glaube, wir können es nochmal machen, ne? Freundrettung? Ja. Lillebaba-Portal. Zu den Dungeons. Ja, wir müssen natürlich zur Lapis-Höhle. Können wir natürlich hier an Pokémon was ändern, weil wie wir ja wissen, ist Voltenso so ein bisschen dumm. Aber wir hatten noch irgendwo hier Voltoball. Haben wir hier noch den Voltoball auf alle Fälle? Uflor wäre vielleicht noch ganz gut vom Level. Renta, bei Level 26. Machen wir mal so. Einfach mal ganz wildes Ding gerade. Wir fangen natürlich wieder unten an, weil wir müssen ja helfen. Vorne und von hinten werden wir angegriffen. Ja, wow. Ich wollte bald auch einmal besiegt. Jetzt greif doch mal an. So. Funktioniert ja wieder alles super hier.